Zeit für ein Duell. Ja, Momones, freue mich auf Max und Dax, dass du da bist. Wir spielen heute wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Wenn wir heute mal ganz nah dran spielen, ja, das übersprungen wir, wir nehmen ganz normal Geschichtsdeck wieder. Wenn wir heute mit Yugi spielen, aber gegen wen? Darts, okay. Was wollen wir nehmen? Komm, wir nehmen den Stein. Ach, leider verloren. Schade. Gut, sind wir Erster oder Zweiter? Was sind wir? Könnt ihr oder könnt ihr nicht? Und wir sind trotzdem Erster. Ist auch ein gutes Zeichen. So, wir haben ja mit Yugi schon öfter gespielt, ja? Dass wir doch eine gute Chance haben. So, Spielkraft. Ja. Okay, was haben wir denn hier? So, erstmal Spielkraft legen. Dann haben wir hier Gamma, Magnetkrieger. Okay, Klaue des Hermus. Auge des Batemius. Okay. Okay, dann können wir erstmal Gamma setzen. Verteidigungsposition. Ja, wir hätten ja auch einen Angriffsposition setzen können, ne? Hm. Ja gut, okay. Das ist mal eine Verteidigungsposition. Vielleicht können wir und dann hier herbeigerufenen Totenkopf beschwören. Ich glaube, der braucht da auch nur einen, ne? Ein Opfer oder braucht er zwei? Weiß ich nicht. In der Meinung, der braucht nur einen. Hätten wir ein starkes Monster, ne? Mal gucken, was er macht. Okay, ganz schwere Geschütze. Siegel des Okalkus. Okay. Aber hier, komm, Spielkraft, zack, weg damit. Brauchst nicht mehr, weg. Okay. Jetzt zwei Karten. Okay, 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 dunkle Magier. Der dunkle Magier braucht zwei. Aber, oh, hier unseren Totenkopf. Können wir doch gleich mal beschwören hier, zack. Aber mit 2500 im Angriff. Ist doch nicht schlecht. Wir könnten hier eine Karte aktivieren. Okay, diese Karte wird zusätzlich immer als legendärer Drache Hermus behandelt. Aha, lege ein Monster, das den Typ hat. Den Typ hat? Also, Typ. Hat der auf einem Fusionsmal aufgeführt ist. Hm. Spezielle Beschwörung. Von deiner Hand oder dem Spielfeld auf dem. Wieder falls. Achso, okay. Ja, und welcher Typ jetzt? Ist das jetzt vom dunkler Magier oder von ihm hier? Weil das ist ja Unterwild und das ist Hexe. Okay. Hm. Machen wir gleich. Wir greifen erstmal einmal ein. Wir geben ihnen erstmal 2500 Schaden. So. Und dann geben wir ihnen eine zweite Main-Phase. Und dann aktivieren wir es einfach mal. Mal gucken, was passiert. So, aha, wir bekommen hier eine. Den können wir wegschmeißen. Okay. Aktivieren wir. Okay, können wir auf das Monster drauflegen. Sehr gut. Aber was hat das hier? Muss mit Claudius als Spezial beschwert werden. Verwende dabei ein Monster von Typ Hexe. Achso. Und kann nicht auf anderen als Spezial beschwert werden. Okay, okay. Falls diese Karte als Welle ein Monster aus Welle ein anderes offenes Monster aus dem Spiel vergrößert, das auf. Falls es gegen ihn kämpft, du kannst einen extra Würfel. Pechpfanne. Okay. Ja gut. Okay. Zwar nicht ganz verstanden, aber. Wird irgendwie schon richtig sein, denke ich mal. So, mal gucken. Okay. Ist das nicht die gleiche? Nee. Aber wir können mal legen. So, mal gucken. Wir können mal angreifen. So. Angriff auf die Karte. Den Effekt der magische Hammer aktivieren. Ja, machen wir einfach mal. Wir können würfeln. Ah, okay. Ah, dann wird die verbannt. Weil dann wird sie ja nur verbannt. Wir können ja nicht angreifen. Oder können wir nochmal angreifen? Nee. Ah. Okay. Also, wir verbannen die Karte nur. Immer. Ist es entsprechend dann... Ah, okay. Entsprechend für die Runden verbannen wir die Karte. Ah, okay. Okay. Aber, ich möchte jetzt die Karte angreifen.
Karte vernichten. Nein. So, vernichten wir die Karte. Dann ist sie wenigstens weg. Auf dem Friedhof. Ja gut, aber wenn sie verbannt ist, kann sie auch erstmal nicht eingesetzt werden, ne? Was hat Ella? Klapp. Okay. Legt eine Fallenkarte oder Zauberkarte. Okay. Wir brauchen ein Monster. Ein großes. Dann kommt sie wieder. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Große Schildwache. Ja, können wir mal setzen. So. Und wir greifen mit ihm wieder an. Aber benutzen den Effekt nicht. Also vernichten wir erstmal die Karte. So. Okay. Ganz gut. Wir sind gut im Rennen, würde ich sagen. Wir haben auch ein starkes Monster. Eine gute Verteidigung. Okay. Würde angreifen. Er greift an, kriegt aber 600 Schaden. Okay. Okay. Wir haben dunkles Magiermädchen. Ja, beschwören wir einfach mal. Opfern die große Wache. Ja. Gut, haben wir schon mal das schwarze Magiermädchen. Können wir hier irgendwas aktivieren? Oh, den können wir aktivieren. Okay, diese Karte wird als zusätzlich immer als legendäre Drache gehandelt. Wähle ein dunkler Magier oder dunkles Monster, das du kontrollierst. Beschwöre ein Fusionsmonster, welche das Monster auf dem Spielfeld als Fusions von einem Extra-Deck. Ah, okay, okay. Müssen wir da irgendwas auf. Benutzen wir einfach mal. Komm. Machen wir. Dann machen wir das Magiermädchen. Okay. Du kriegst Magiermädchen der Drachenritterin. Oh, das ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Und ein stärkeres Monster. Warum nicht? Im Angriff bitte. So. Wir können einen Effekt aktivieren. Welcher Effekt ist das? Okay. Okay, wo steht der Effekt? Du kannst eine Karte von deiner Hand auf dem Friedhof legen und dann eine offene Monster, eine offene Karte auf dem Spielfeld zerstören. Ah, okay. Ja, das machen wir doch einfach mal. Aktivieren den Effekt, schmeißen die Karte ab und zerstören sein Monster oben. Okay, er hat eine sichere Zone. Okay, der Effekt ist geblockt worden. Aber ist ja kein Problem für uns, weil wir können ja die Karte angreifen. Geben wir erstmal 600 Schaden. Und greifen wir nochmal an. Ja, machen wir. Und für 3 Runden. Dann ist die Karte oben auch kaputt. Wunderbar. Er kommt nach 3 Runden wieder. Müssen wir aufpassen. Müssen wir ihn in 3 Runden besiegen. Wir haben aber 2 starke Monster. So, mal gucken, was er macht. Okay, riesige rote Schlange. Nicht gut. Nee, jetzt ist überhaupt nicht gut. Wie stark bist du? Okay. Effekt der Karte aktivieren. Ja, machen wir. Den hier, dann schmeißen wir den weg und zerstören seine Karte. Dann sind die beiden Karten auch weg. So. Und wir können angreifen. Mit 2500. Greifen direkt an. Und 2600. Greifen wir direkt an. Und haben gewonnen. Ah, Darts, das war wohl nichts, ne? Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich auch mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge. Jojo, damit sage ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg, aber los jetzt!